Jetzt haben wir 5 Uhr und ich starte jetzt auf meine 36 Kilometer Etappe vorbei an der Wolfschanze, dem ehemaligen Führerhauptquartier von Adolf Hitler, diesem scheiß Nazi, Massenmörder und so weiter. Bin gespannt, wann ich heute ankomme. Leider ist unterwegs kein Hotel. Das Hotel auf dem Gelände ist irgendwie zu. Und deswegen muss ich noch weiterlaufen. Und das Hotel, was da in der Nähe ist, ist zu teuer. Deswegen werde ich 36 Kilometer laufen heute. Bin gespannt, wie der Tag heute so verläuft. Ja, dann geht diesmal wieder in die Stadt zurück und dann geht's gleich los. Hier habe ich gestern aufgehört zu filmen und jetzt gehe ich gerade wieder auf den Jakobsweg. Der geht hier eigentlich gar nicht durch, sondern geht hier an der Stadt vorbei. Da war ich gestern im Supermarkt und jetzt muss ich hier links und dann die nächste rechts und dann noch so einen Kilometer oder so, bis ich wieder auf den Jakobsweg bin. Gerade ist 10 Grad, steht da vorne 5.32 Uhr und der 29.04. Ich bin jetzt fast 2 Monate unterwegs. Am 2.3.24 bin ich gestartet in Tallinn und dann Estland, Lettland, Litauen. Gerade bin ich in Polen und gehe dann über Deutschland, Schweiz, Frankreich, Spanien bis ans Ende der Welt, der damals gedachten im Mittelalter. Jetzt geht's mal los. Ich muss jetzt auch noch mal ein Stück zurücklaufen, weil ich den Weg verpasst hatte, wo ich rein muss. Ich muss nicht da lang, weil da bin ich hergekommen. Ich muss da vorne rechts rein. Und dann am Bahnhof links wieder auf den Weg zurück. Aber wenn es hier keine Muscheln gibt, dann verlaufe ich mich denn nicht. Sagt zumindest meine Karte so. Da vorne rein. Dann komme ich auch an der Kirche mal vorbei, wo ich gestern nicht lang gelaufen bin. Bin im Umweg und so. Aber jetzt geht's zur Kirche. Ja, ich hoffe, dass die Autos bald hier verschwinden und ich im Wald rumlaufe. Ist ja echt zu laut hier. Hier ist die Kirche. Voll modern. Inklusive Sendeanlage auf dem Dach. Als hohes Gebäude ist das gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal reinschauen soll, ob die offen ist. Aber ich glaube nicht. Oh. Falsch gelaufen. Okay, dann nicht. Ich muss wieder außen rum. Ich hätte dann ahnen können, dass da ein Zaun ist. Na gut, gehe ich halt vorne rein. Vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob die offen
ist. Oh, ich glaube. Ja, nicht, oder? Hier mehrere Eingänge. Ich gehe doch mal gucken. Vielleicht hat hier doch offen. Na gut, hätte ja sein können. Dann versuche ich es oben auch nicht. Ist echt zu anstrengend, da hochzulaufen immer. Die Treppen, ich muss ja noch 25 Kilometer oder so laufen. Nee, Quatsch, 35. Na gut. Geht's weiter. Schade. Zweite. 36 Kilometer. Da ich jetzt schon einen Kilometer gelaufen bin, sind es noch 35. Vorne kommt gleich der Bahnhof. Oh, da ist eine offene Tür, dann gehe ich da mal gucken. Okay, da geht es nicht weiter. Da ist nur ein kleiner Raum. Wahrscheinlich ein Gebetsraum oder sowas. Schade. Na gut. Hätte sein können. Hier sollte eigentlich eine Zugstrecke lang laufen. Ich weiß nicht, ob die das jetzt hier neu bauen oder reparieren oder so. Auf jeden Fall gibt es hier keine Schienen gerade mehr. Und ja, ich hoffe, dass die das wieder neu bauen. Ich habe ja schon ein paar Schienenstücke gesehen. So Verkehrswende und sowas. Da vorne liegen, glaube ich, auch schon wieder neue Schienen oder sowas. Oder Rohre liegen da hinten und Kabel. Ich muss nur noch wieder den Jakobsweg finden. Ich glaube, der geht hier links rum. Würde ich jetzt mal sagen. Ich kann dann noch mal auf der Karte gucken. Endlich mal wieder im Wald. Ist echt anstrengend gerade. Noch über 30 Kilometer heute. Ich bin gespannt, wann ich heute Abend ankomme. Ich habe auf jeden Fall schon mal reserviert. Online. Das heißt, ich habe keinen Stress mit Buchungen und so. Und nachfragen und dass die kein Englisch sprechen und sowas. Das ist schon ganz entspannt heute. Heute Abend irgendwann oder heute Nachmittag komme ich irgendwann an. Kann einchecken und dann direkt ausruhen. Hier rechts ist wieder ein See. Den kann man durch den Wald sehen. Ach ja, der Wald ist so schön.
vereinzelt sind hier ein paar Häuser zu sehen, aber es ist nicht ganz so schlimm, als wenn die ganze Wald gerodet worden wäre. Hier sind bestimmt auf jeden Fall ein paar Häuser gerodet. Nicht Häuser, sondern Bäume gerodet worden. Aber so ist das halt leider heutzutage. Wenn man ein Haus im Wald baut und dann auch noch aus Holz, wahrscheinlich aus dem Holz von den gerodeten Bäumen. Das wäre ja krass. Hier vorne. Es kommt gerade wieder ein Auto, macht die ganze Stimmung kaputt. Bin ich mal ganz nah am Fluss, See. Noch ein paar Meter entfernt. Ja, schön hier. Ja, Natur. Gefällt mir. Echt schön hier. Mitten in der Natur so ein riesiger Haufen mit Steinen. Kamera überwacht. Rechts und links Bäume gefällt. Ich weiß auch nicht, was das hier soll. Keine Ahnung. Das war vorher mal eine Wiese oder ein Wald. Keine Ahnung. Hier war oder soll mal eine Schiene verlegt werden? Keine Ahnung wohin, weil da ist ein See. Ich glaube ja eher, das soll verlegt werden. Deswegen der ganze Schotter hier für die Zugstrecke. Aber keine Ahnung. Jetzt muss ich auch mal gucken, wo ich lang muss. Ich glaube, ich muss hier lang. Aber wo dann der Herkunftsweg langlaufen soll, wenn hier die Schiene verlegt wird. Ich komme mal kurz aus dem Navi. Weil hier ist nur ein Feld zu sehen. Okay, mein Navi sagt geradeaus. Weil da war ja die Schiene. Es wäre blöd, wenn der Jakobsweg auf der Schiene entlang laufen würde. Deswegen geht es jetzt weiter geradeaus.
Ich hoffe ja, dass ich bald wieder einen Pfeil oder eine Muschel finde. Hier ist noch so ein Berg mit Kies in die Natur gekippt. Mit Kameraüberwachung. Einfach so mitten in die Natur gekippt und öffentlicher Bereich gefilmt, überwacht. Naja, also ob das so legal ist, dass man hier auf dem öffentlichen Weg gefilmt wird. Scheinbar gibt es sowas hier in Polen. Wie groß dieser Haufen ist. Krass. Hey du. Kommt noch ein Pferd. Ich komme noch mehr. Kommt auf jeden Fall noch ein Fohlen. Süß. Hey du. Was denn, ne? Hallo, Fohlen? Hä? Bist du müde? Oder warum gehst du? Komm noch ein Pferd. Fohlen mit Pferd. Oh. Ist auch gestreichelt werden? Na gut, oder doch? Gefällt dir das? Bestimmt, ne? Ja, das gefällt dir. Ganz schön viel Haare verloren. Bisschen noch Winterfell, oder? Kratz, 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 kratz. Ganz viel Winterfell noch. Da oben. Dein Pony macht mal wieder schick. So, jetzt mal weiter.
Also doch nicht. Das ist aber auch ein junges Pferd, oder? Das eine Fohlen ist am Trinken. Da vorne ist wieder ein Rapsfeld. Da. Schönes Gelb. Irgendwie anstrengend gerade das Runtergehen. Da ist auch wieder die nächste Muschel, die mir den Weg nach Santiago weist. Hier geht es mal wieder in den Berg runter. Keine Ahnung, was das für ein Tier, was das für Tiere waren. Störche waren es nicht. Glaube ich nicht. Aber es waren graue Störche. Keine Ahnung. Das habe ich zu kurz gesehen. Da hinten geht es auf jeden Fall wieder hoch. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer heute noch. Ich komme hier an drei Freizeitaktivitäten vorbei. Da ist so ein Art Museum. Dann das Gebiet rund um die Wolfsschanze und dann kommt irgendwas mit einem Museum mit Kriegsgeräten oder sowas und Flugzeugen aus dem Weltkriegen. Schauen wir mal, wie lange ich heute noch unterwegs bin. Morgen sind es dann unter 20 Kilometer Etappe. Wird auf jeden Fall eine geschichtsträchtige Etappe. Mit der Wolfschanze und den beiden anderen Aktivitäten. Und dieser 37, 36 Kilometer. Ja, morgen geht es auf jeden Fall diese 17 oder 18 Kilometer. Kein Tag Pause morgen. Ja nur knapp die Hälfte von heute. Von daher kann ich den Tag morgen auch ruhig angehen. Bin ja heute schon um 5 Uhr los. Da ist die Sonne gerade aufgegangen. Mal diese
Spuren von den Autos. Echt nervig. Gut, dass es hier so Alleen gibt. Bäume rechts und links, die spenden ganz schön Schatten. Besser als in der Sonne zu laufen. Und da ist auch kühler als auf dem Feldweg ohne Bäume. Musste mal gesagt werden. Bin gespannt, was als nächstes hier kommt und was es zu sehen gibt. An Sehenswürdigkeiten und sowas. Und wie lange ich noch bis zu den drei Sehenswürdigkeiten komme. Ankomme. Dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wo ich gerade langlaufen soll. Ob jetzt hier links oder rechts. Ich weiß es nicht. Ich gehe halt rechts rum. Wenn das Schild mir das sagt, dann laufe ich jetzt rechts rum. Und jetzt geradeaus. Okay. Gut zu wissen. Es waren nicht genug Pfeile da, sonst wäre ich nach links gelaufen. So, hier geht der Fahrradweg los. Und da vorne endet der Fahrradweg wieder. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich lang laufe. Na gut. Da vorne ist wieder ein Pfeil nach links. Sehr gut. Naja, hier endet der Radweg wieder. Ziemlich kurzer Radweg. Hier ist der nächste See. Das sieht echt schön aus hier. Diese Landschaft. Diese Seen. Ich habe keinen Plan, wo ich gerade bin. Mein WLAN ist aus. Mein Guthaben ist alle. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich folge nur den Muscheln und den Pfeilen. Bin völlig ausgeliefert. Ah, diese Löwenzähne. Wie heißt die Metzger von Löwenzahn? Löwenzähnchen? Löwenzähne? Löwenzahne? Ich weiß es nicht. Bin jetzt in Bogaco. Ich kann das immer noch nicht aussprechen, leider. Hier geht der Jakobsweg lang. Wieder auf dem Bürgersteig.
vorne ist eine Bushaltestelle, da werde ich mal wieder Pause machen. Es ist echt warm heute, wieder mal. Vorbereitung auf den Sommer in Spanien. Echt schön hier. Bin wieder mitten im Wald. Endlich wieder ein bisschen kühler als auf dem Feldweg. Der Schatten der Bäume ist schon toll. Da wird es gleich kühler. Da vorne ist wieder ein Pfeil. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie lange noch bis zum ersten Sightseeing-Punkt heute. Keine Ahnung, wie lange noch. Und dann sind es ja noch mal ungefähr 10. Bis zum Ziel von der Wolfschanze aus. Aber gut, dass ich reserviert habe. Dann habe ich heute keinen Stress mit der Schlafplatzsuche, mit Anrufen und so. Schön hier. Echt schön. Aber während die einen hier mit dem Auto zum Campingplatz fahren, laufe ich hier zu Fuß lang. Ich habe zwar kein Zelt dabei, aber Schlaf in Hotels und Pensionen und Pilgerherbergen. Ich bin echt gespannt, wann ich heute ankomme und wie lange ich noch brauche und so weiter. Das ist jetzt schon der anstrengendste Abschnitt auf dem Weg. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer noch. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich schon gelaufen bin. Echt anstrengend. Ich weiß nicht, wo ich bin. Kein WLAN. Kein GPS. Oh. Ich habe nur noch ein wenig zu trinken. Ach. Oh, ist das anstrengend. Bin froh, wenn ich gleich mal ein Haus kommt oder sowas, wo ich trinken holen kann. Wasser ist schon gut. Oder ein Supermarkt oder sowas. Ist echt anstrengend heute. Und das, obwohl ich um 5 Uhr losgelaufen bin. Siebenunddreißig Kilometer heute. Endlich mal wieder im Wald. Das
kühlt direkt ab, die ganze Temperatur. Mehr Schatten und so als auf dem Feldweg. Ich weiß immer noch nicht, wie lange noch laufen. Echt anstrengend heute. Ich mache gleich nochmal eine Pause. Ach, diese Löwenzähne sind echt schön. So ein ganzer Streifen mit den und auf der anderen Seite auch. Auf der anderen Seite auch. Ich bin ein bisschen müde heute. Das ist echt anstrengend heute. Das ist hier so. Ich müsste aber gleich ein Dorf kommen. Da gibt es bestimmt Wasser oder ein kleiner Supermarkt oder so. Bin gespannt. Ich laufe hier kreuz und quer durch die polnische Einsamkeit. Da vorne ist wieder Schatten. Durch eine Allee, das ist wieder gut. Bin jetzt in Doba, beziehungsweise am Rand von Doba. Und ich hoffe, dass ich gleich mal was zu trinken bekomme. Mein Trinken nachfüllen kann. Wasser wäre schon gut. Und ich hoffe, dass ich auch gleich endlich mal ankomme am Zwischenziel. Habe ich schon mal erwähnt, dass heute die anstrengendste Etappe mit 36 Kilometern ist. Das ist echt anstrengend. Puh. Da vorne ist wieder ein Kennzeichen, habe ich jetzt noch. Ich glaube, ich muss noch geradeaus laufen und nicht nach rechts. Ja. Hier ist wieder so ein Feldweg. Leider bin ich nicht im Dorf vorbeigekommen. Das ist da hinten. Jetzt muss ich mal schauen, wenn es wieder was zu trinken gibt. Irgendwo auf dem Weg. Ich glaube ja, ich hoffe ja spätestens beim Ziel Nummer 1. Ich komme gleich wieder ein bisschen mit in Schatten bei Wald oder so. Ich habe mich also noch nicht verlaufen. Die Kennzeichnung vom Jakobsweg heute ist gut ausgeschildert. Ja, auch gut bei diesem anstrengenden Etappenziel heute. Die anstrengende Etappe mit 36 Kilometern. Das war heute die. Das ist die anstrengendste Etappe auf dem ganzen Weg. Ich hatte zwar schon mal 30er und ich glaube einmal 32 oder so, aber da war es noch wesentlich kühler und keine 20, 25 oder 30 Grad. Ja, wenigstens gibt es heute keine Berge oder Hügel oder Flüsse, die durch
laufen muss. Alles schon passiert. Hier ist wieder ein Rapsfeld oder zwei Rapsfelder. Eins rechts, eins links vom Weg. Und da vorne geht es wieder in den Wald, so wie das aussieht. Ich weiß immer noch nicht, wie lange ich noch brauche. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall schon 8 Stunden unterwegs heute. Nachdem ich ja um kurz vor 5 los bin. Bin echt gespannt, wie lange ich noch laufe. Das ist heute echt der anstrengendste Tag. Bin ja fast 2 Monate unterwegs. Jetzt habe ich wieder radfahrende Menschen getroffen. Schon ein paar Mal heute. Sonst gar nicht unterwegs. Sonst sind die gar nicht unterwegs. Da vorne gibt es wieder Schatten. Ich habe eben auch eine halbe Stunde Pause gemacht unter einem Baum mit Schatten. Das war ganz gut. Ich bin fast eingepennt. Ich habe immer nachmittags immer 1-2 Stunden schlafen oder so. Oder wenn ich angekommen bin mittags. Oh, jetzt geht's links rum. Ich dachte, es geht geradeaus, aber jetzt geht's hier links rum. Hätte ich beinahe verpasst wieder. Also hier ist kreuz und quer durch die durchs Nirgendwo. Dörfer habe ich bis jetzt, glaube ich, erst zwei oder drei gesehen heute. Sonst nichts, nur Wälder, Seen, Wiesen, Felder. Ja, so ist es schön. Schattig, nicht so heiß. Rehle gelaufen, Entschuldigung. Da ist wieder ein Reh weggelaufen. Ich habe mich aber auch erschrocken. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Auf dem Weg. Geht eigentlich nur noch ein Wildschwein oder anderes großes Tier im Wald. Gibt es hier Wölfe oder Bären? Ich habe auch schon ein paar größere Vögel gesehen, so Störche regelmäßig und ich weiß nicht, ob das Kraniche waren oder Reiher oder so. Keine Ahnung, leider kenne ich mich leider nicht mit aus. Auf jeden Fall Störche kann ich erkennen. Die sitzen ja meistens in ihren Nestern und Schmetterlinge natürlich. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Jetzt geht es wieder nach rechts und da liegen wieder gefällte Bäume. Da hinten wäre mein erstes Ziel. Ich weiß aber nicht, ob ich da hingehe oder nur zur Wolfsschanze. Und jetzt bin ich in Parks. In dem Dorf hier, wo ich gerade durchlaufe, da sieht man das Schild. Da könnt ihr das ablesen, wo ich gerade bin.
Vorne ist dann. Aber ich gehe mal kurz. Da vorne soll ein Supermarkt sein. Ein kleiner, theoretisch. Mal kurz Flüssigkeit nachtanken. Und dann geht's zu dem zu der Museumsattraktion oder wie das Ding heißt. Kurz mal nachgucken. Boah, ich bin echt gestresst. Ich bin schon 27 Kilometer oder so. 26 Kilometer gelaufen schon. Kurz mal was Kühles. Vielleicht gibt es ja einen Kühlschrank. Die letzten Meter zum Supermarkt. Noch 10 Kilometer bis Ketzrin. Oder wie das heißt. Da ist dann mein Hotel heute, wo ich dann schlafen werde. Hoffentlich komme ich da noch an. Ich mache aber erstmal eine Pause vorne. Ja, der Supermarkt hatte nichts Kühles und irgendwie auch keine guten Sachen da. Na gut, jetzt frage ich mal in dem Freilichtmuseum Dingsbums, ob die Wasser haben, Leitungswasser. Noch 1 Kilometer. Bis zum Zwischenziel und dann nochmal 9 oder so oder 8. Je nachdem, wo das Hotel ist. Hier ist schon mal eine Bunkeranlage oder sowas auf der linken Seite. Hier sind aber einige rechts und links von dem Wald und so. Oft aus der Luft gar nicht zu sehen. Wie in den feindlichen Flugzeugen und so. Die Luftaufklärung. Wollten wir nicht, dass man entdeckt wird. Okay, hier die Übersichtskarte von im Führerhauptquartier Wolfschanze. Ganz schön groß. Dann anhalten, um euch das anzuschauen. Das ist auch eine ganz schön große Anlage. Mal schauen, wie weit ich komme und wie lange ich laufe. Ich muss heute noch mal 10 Kilometer zum Hotel laufen, ungefähr. Hier nochmal.
Grund, dass sie hier zweimal ist. Okay, hier ist der Eingang zur Wolfsschanze, wo ich gerade drin war. Habe auch ein Video gedreht und jetzt zeigst du noch mal ein Hinweisschild. Und ich gehe jetzt noch mal 10 Kilometer knapp in die nächste Stadt. Hier ist noch mal ein Stein. Genau, wo ich dann heute schlafen werde. Und morgen dann weitergehen werde. Es ist 19 Uhr. Jetzt reicht es aber langsam, dass ich endlich ankomme. Ich habe keinen Bock mehr heute zu laufen. Fast 40 Kilometer, wenn nicht sogar über 40. Bin ich K.O.